Der Zeitpunkt der Wahl zur Präsidentin war für mich, ich kann das gar nicht in Worte ausdrücken, ich war sehr angespannt, ich war sehr aufgeregt, ich war sehr nervös und habe dann ziemlich, jetzt bin ich genauso nervös wie gestern, zum Vereinsmanager Sven Rosenbaum geschaut, der dann natürlich nichts preisgeben konnte, weil er es auch noch nicht wusste. Und als es dann klar war, ist eine wahnsinnige Last von mir abgefallen. Also wirklich ein Riesenstück Erleichterung, weil dann klar war, dass sich alles gelohnt hat. Ja, das ist in der Kürze der Zeit, kann ich das schon erkennen, weil alle Anfragen, die jetzt so kommen, auch sich dann hauptsächlich um dieses Thema drehen, ne? Dass wir über das Thema Frau sprechen. Und das hatte ich ja auch vorab schon mal gesagt, in vielen verschiedenen anderen Formaten auch, dass mir das nicht wichtig ist, es aber tatsächlich ja eine Wirkung hat und auch ein Zeichen setzt. Als einzige Frau in den drei Profifußballligen muss das auch so sein, dass das ein Zeichen setzt, weil natürlich müssen wir uns die Frage stellen, warum stellen wir uns 2022 noch die Frage, dass Frauen in solchen Gremien gar nicht vorhanden sind oder wenn dann irgendwie eher Beiwerk, und das ist eine Frage der wir nachgehen sollten. Tatsächlich habe ich gar nicht geschlafen heute Nacht, ich bin da nicht zu gekommen, mein Handy stand nicht still, es hat doch größere Wogen gezogen, als ich das gestern noch erwartet habe. Nein, mir ist das noch nicht bewusst. Ich glaube, die Tragweite kommt erst, wenn ich etwas zur Ruhe komme. Das ist momentan noch nicht der Fall. Ich möchte mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken an alle Glückwünsche, die bei mir eingegangen sind. Zwischendurch war ich schon drauf und dran, das Handy in die Schublade zu stecken, weil es gar keine Ruhe geben wollte, aber das sind alles herzliche und gut gemeinte Glückwünsche, und über die habe ich mich auch sehr, sehr gefreut und freue mich auch heute im Laufe des Tages noch.